Herzlich willkommen zu SmackDown. Kevin Owens hat AJ Styles besiegt und nun hat er hier bei SmackDown eine neue Ära eingeleitet. Und was sich alles ändert, das sehen wir vielleicht heute schon in unserer neuesten SmackDown-Episode. Und wir beginnen SmackDown mit Ali, der hier auf dem Weg zum Ring ist. Einem etwas kleineren Superstar hier bei SmackDown, aber trotzdem, jeder Superstar hat seinen Auftritt verdient, wenn er ihn will. Die Frage ist nur, was will Ali hier, was hat er dem WWE-Universum mitzuteilen? Wir werden es in wenigen Sekunden erfahren. Der SummerSlam war großartig. Ich habe die SmackDown-Matches geliebt. Glückwunsch an jeden, der dabei sein durfte. Und vor allem Glückwunsch an John Cena. Du hast das Beast besiegt. Die Frage ist nur, was hat das mit mir zu tun? Und die Antwort ist simpel. Ich habe mir schon immer hohe Ziele gesteckt, habe alles dafür getan, sie zu erreichen, habe gekämpft. Auch wenn die Leute gesagt haben, das schaffst du niemals, Ali. Ich habe immer dafür gekämpft. Und seht mich an, niemand hätte gesagt, du schaffst es mit zu 100% die WWE. Nein, sie haben immer gesagt, das wirst du niemals schaffen. Das wirst du niemals schaffen. Und jetzt stehe ich heute hier. In der Mitte in diesem Ring. Vor euch. Um euch zu entertainen, um euch zu unterhalten. Und vor allem meinen Traum zu verwirklichen. Aber kommen wir zu meinem nächsten Ziel. Letzte SmackDown-Episode, bevor du, John Cena, das Beast besiegt hast. Wurde in dem Match, was ich mit Brock Lesnar hatte, wo auch jeder gesagt hat, den besiegst du niemals, wurde Brock Lesnar theoretisch von mir besiegt. Denn der Referee lag am Boden. Und ich lag 3 Sekunden auf ihm. Das heißt, 1, 2, 3, das Cover wäre durch und ich hätte die Bestie, The Beast, Brock Lesnar besiegt. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Heute Abend will ich ein Rückmatch. Ich gegen Lesnar. Ich fordere dich heraus. Und wir haben gesehen beim SummerSlam, Brock, du bist besiegbar. Und heute Abend bei SmackDown werde ich das erneut beweisen, indem ich dich besiege. Und ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich ein Einzug für Suplex City sein wird. Aber ich werde Suplex City überleben. Starke Worte von Ali. Und ich finde das ja immer belohnenswert und auch erstaunlich, wenn man sich hohe Ziele im Leben setzt. Aber ob dieses Ziel nicht vielleicht ein bisschen zu hoch ist, das werden wir hier nachher bei SmackDown erfahren. Kommen wir nun direkt zum ersten Match des heutigen Abends. Und auch er bekommt mal wieder eine Chance. Sami Zayn. Sami Zayn, er besiegte AJ Styles vom SummerSlam. Da war Styles noch Champion und Zayn besiegte den WWE Champion. Klar, es gab in dem Match einen ganz kleinen Eingriff von Kevin Owens. Wer weiß, was passiert wäre, hätte es den nicht gegeben. Aber der Fakt ist, dass Sami Zayn den WWE Champion besiegt hat. Und vielleicht ist das diese Motivationsspritze, die Sami Zayn gebraucht hat. Aber jetzt wird sie auch noch glorious bei SmackDown. Glorious.
Robert Root, ehemaliger NXT Champion, ehemaliger United States Champion. Mal gucken, wer heute Abend bei den beiden das Match entscheiden wird. Zayn oder Robert Root. Robert Root gegen Sami Zayn. Eigentlich ein großartiges Match. Beides zwei gute Superstars. Hier direkt bei SmackDown nach dem SummerSlam. Und Zayn geht hier als erster zu Boden. Und Root erneut mit harten Rechten. Zayn wieder am Boden. Und jetzt der Neckbreaker von Robert Root. Zayn fängt hier den Kick ab und die Clothesline hinterher. Und jetzt geht auch Root zu Boden. Sami Zayn posiert hier ein bisschen vor Robert Root. Der braucht ein bisschen, um wieder auf die Beine zu kommen. Dropkick Sami Zayn. Der wartet hier wieder auf Root. Und Zayn Suplex geht direkt ins Cover. Wow, Kickout direkt von Root. Noch bevor er ein Cover zustande kommt, erneut der Dropkick. Und man merkt, Sami Zayn ist heiß hier heute Abend. Und Zayn, was macht er jetzt hier? Rollt ihn ein. Root geht wieder zu Boden. Sami Zayn, der wartet hier auf Root. Und jetzt der Whip-In von Zayn. Root auf dem Apron. Zayn schnappt den sich und Robert Root fliegt ja auf den Apron. Die härteste Stelle im ganzen Ring. Root wieder am Ring. Kommt wieder auf die Beine. Und Zayn in den Ring. Dropkick. Root geht wieder zum Boden. Ganz stark hier von Sami Zayn, was der direkt am Anfang vom Match zeigt. Cover One und Kickout von Robert Root. Der kommt jetzt dann doch wieder schneller auf die Beine, wie gedacht. Schnappt sich hier Sami Zayn. Und Zayn fliegt hier zum Boden mit einem Neckbreaker kombiniert. Harte Rechte, Cover und direktes Kickout von Sami Zayn. Root schnappt sich jetzt hier Zayn. Der kontert. Dropkick. Aus dem Stand von Sami Zayn. Von Sami Zayn. Die Fans lieben ihn. Die Frage ist nur, wann kommt seine Chance? Wann kommt sein Titel? Wann kommt sein Moment? Root kontert hier. Klaus, sein Zayn geht zu Boden. Bearbeitet Root hier den Nacken von Sami Zayn. Cover. Und wieder Zayn mit dem Kickout noch bevor der Ref bei 1 ankommt. Und wieder wird der Nacken bearbeitet. Root probiert ihm jetzt hier Schaden in Form von Schmerzen zuzufügen. Doch Zayn setzt sich hier zur Wehr. Und Zayn, harter Job. Root bleibt trotzdem auf dem Ball. Root bleibt standhaft. Whip-In. Und Backbreaker von Robert Root.
Zayn rollt sich raus, aber Rusev hat das hier vielleicht falsch gesehen. Zayn steht doch nur auf dem Apron. Zayn auf dem Apron, aber Root hat damit gerechnet und holt den hier zurück in den Ring. Auch mit dem Neckbreaker durch die oberste und mittlerste Ringseil. Cover One und Kick out Sami Zayn. Zayn kontert hier. Und Sami Zayn. Sami Zayn, Blue Thunderbomb. Zayn mit der Blue Thunderbomb. Geht fürs Cover. Was ist hier für Robert Root? One. Don't kick out. Und wir wissen, mit der Blue Thunderbomb hat Sami Zayn AJ Styles besiegt. Sami Zayn jetzt hier natürlich schneller als Root. Doch der kontert. Und Root. Whip in. Was zeigt er jetzt hier? Whip in die Ecke. Und jetzt hier mit den Schlägen gegen Sami Zayn. Setzt sie auf Härte, auf Schmerzen. Und das kniet er her. Zayn kommt wieder auf die Beine. Spinebuster von Robert Root. Geht hier fürs Cover One. Don't kick out Sami Zayn. Sami Zayn am Boden. Robert Root kann dem Ganzen jetzt hier theoretisch ein Ende setzen. Zayn kontert. Root geht zu Boden. Und Sami Zayn. Blue Thunderbomb erneut. Cover, was das für Robert Root. Kick out von Robert Root. Whip in von Sami Zayn. Was kommt jetzt? Helluva Kick! Helluva Kick aus dem Nichts! Normal nimmt der immer Anlauf, doch hier kann der einfach so Cover. One, two, one, Kick out erneut von Robert Root. Was kann Sami Zayn jetzt noch tun? Sami Zayn, hier, Top Rope. Und Zayn hier mit dem Splash auf Root geht fürs Cover. Das muss es gewesen sein. Two. Und Kick out Robert Root. Unfassbar. Sami Zayn muss jetzt hier mal langsam zum Ende kommen. Helluva Kick für Robert Root. Unfassbar. Zayn geht fürs Cover. Jetzt oder nie. One. Two. Und Kick out von Robert Root. Unfassbar. Der gibt sich hier nicht so leicht geschlagen. Nach zwei Helluva Kicks. Erneut der Whippen. Sami Zayn mit dem Sprung aufs Turnbuckle Pad. Root. Hier mit dem Neckbreaker. Geht fürs Cover. Setzt er sich jetzt hier zur Wehr. Und Kick out Sami Zayn. Root braucht jetzt ein Comeback, der musste hart einstecken hier. Zeigt jetzt hier, ich bin noch fit, ich kann auch was. Aber der muss aufpassen, eine falsche Aktion. Gegen Zayn. Und der kommt wieder zu sich und dann war's das hier. Und erneut Spinebuster. Root kommt zurück. Cover. One on Kick out Sami Zayn bei 1. Kick out von Zayn bei 1. Nur wir alle wissen hier, dass jetzt kommt und das ist die richtige Entscheidung. Zayn kontert. Zayn kontert. Beide Superstars. Unglaublich drauf heute Abend. Helluva Kick erneut von Sami Zayn. Cover hinterher. One. 2 auf die 3. Zayn mit dem Sieg über Robert Root. Was ein großartiges Startmatch hier bei SmackDown. Sami Zayn lässt sich feiern und das hat er sich verdient. Und hier im Ring
haben wir den ehemaligen WWE-Champion AJ Styles. Kevin Owens! Beim SummerSlam ist genau das passiert. Was hätte nicht passieren sollen? Es war eine 1%ige Chance, dass das passiert. Und du hast sie ergriffen. Ich muss ehrlich sein, Kevin. Glückwunsch dafür. Und Glückwunsch, dass du kurze Zeit den Titel haben wirst, Kevin. Denn ich sag dir eins, FW und ich lassen sicherlich nicht zu, dass du diesen Titel allzu lange tragen wirst. Und dass Christian jetzt hier ist, ist ja schön und dass er die Matches macht. Du vergisst nur eins, FW ist der Chef von Christian. Und dadurch bekommen wir, FW und ich, was wir wollen. Und das ist das Ding, Kevin. Du kannst jetzt hier SmackDown so viel verändern, wie du willst. Nur ich sag dir eins, bei meinem Rückmatch, was ich und FW haben werden, wird sich danach alles wieder zur Normalität. Und jetzt wird Styles von FW höchstpersönlich unterbrochen vom Commissioner von SmackDown. Und hier ist er auch schon, der Commissioner FW. Und er kann seine Gesichtsbandage wieder abnehmen. Die Verletzungen sind verheilt. Die Frage ist, wird FW Styles jetzt hier noch unterstützen? Was haben die beiden hier als nächstes geplant? Oh AJ, ich wollte das alles nicht. Aber nun sind wir zu dem Punkt gekommen und wir müssen ein paar Dinge besprechen. Christian ist wieder General Manager. Um ehrlich zu sein, mir ist das alles ein bisschen zu Kopf gewachsen und ich bin froh, dass wir jetzt hier wieder einen General Manager haben. Es gibt so viele Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und wenn ich mich auch noch um die Matches kümmern muss, siehst du ja, was passiert ist. Was meinst du mit, ich sehe, was passiert ist? Wir haben das beste SmackDown gemacht, was es seit der Entstehung von SmackDown gibt. Und das weißt du, genauso wie ich, FW. Also, wie wir es machen. Ein 2-in-1-Handicap-Match für Owens. AJ, ich habe mich mit Christian beraten und ich mache das jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Christian, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. AJ, du hast dein Rückmatch heute Abend. Und es wird ein ganz normales 1 gegen 1. Keine Stipulation, nichts. 1 gegen 1. Und wie wollen wir Owens schlagen? Ich meine, du und ich, seit Christian hier weg ist, was gab's denn Besseres? Verrat mir deinen Plan oder willst du mir auch noch nicht verraten? Ist der so hinterlistig? AJ, es fällt mir echt schwer, das zu sagen. Und wir hatten auch ein gutes SmackDown, aber es ist auch besser, wenn der Titel verteidigt wird, wenn die Zuschauer nicht wissen, was passiert. Ich dachte, wenn wir einfach einen guten Champion haben, sind sie zufrieden, aber sie wollen einfach einen Fighting Champion. Und deswegen werden wir heute Abend sehen, wer ein Fighting Champion wird. FW, ich habe dich von Anfang an so eingeschätzt. Du knickst ein. Wie jeder andere vor dir. Aber weißt du was, FW? Du brauchst dich nicht zu wundern, warum es immer so viele Commissioner bei SmackDown gab. Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht, weil alle mit der gleichen Einstellung unerfolgreich waren? Es ist egal, was du jetzt von mir hältst, AJ. Ich war glücklich über unsere Zeit, aber es muss sich immer wieder was ändern. Christian hat das gesagt und ich sag das auch. Es ist ein Rad. Diese Show ist ein Rad und das muss immer weitergehen. Das Rad muss sich immer weiter drehen, AJ.
Und dazu gehören auch neue Sachen. Neue Felgen, die man ab und zu mal aufziehen muss. Wie du willst, FW. Aber weißt du was? Ich hatte noch Respekt vor dir, dass du nicht so bist wie der ganze Rest hier. Wie Kevin Owens oder wie Christian verweichlicht sind und sich immer von diesen Idioten hier im Publikum alles gefallen lassen. Die stimmen doch zu allem zu und jubeln. Und ich sag dir was, FW. Ich werde mir heute Abend gegen Kevin Owens meinen Titel zurückholen. Und ich werde dir auch beweisen, was für einen Fehler du machst. Und wenn du danach auf allen Vieren zu mir angekrochen kommst und fragst, hey AJ, ich habe erkannt, dass du wieder der Beste bist. Können wir nicht das Ding wieder machen? Weißt du was? Ich würde es mir sogar überlegen. FW und Styles, die Trennung. FW macht Schluss mit Styles. Und wir werden sehen, was heute Abend im Rückmatch passiert. Und Ali wollte dieses Match und die hat er es bekommen. Ob er mit dieser Entscheidung wirklich glücklich ist oder ob er diese Entscheidung nicht schon in wenigen Minuten bereuen wird, werden wir gleich selber sehen. Ich persönlich würde mich natürlich riesig freuen, wenn sich dieses Match anders entwickelt wie erwartet. Ich freue mich immer für junge, neue Superstars, neue Talente. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Chancen eher bei seinem Gegner. Und das ist der, der jetzt reinkommt. The Beast himself. And his opponent, accompanied by Paul Heyman from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds. Er verlor nur ganz, ganz knapp gegen John Cena vergangenen Sonntag. Und jetzt ist er wieder hier. Und wird erneut herausgefordert. Und ich glaube, ich weiß, wie dieses Match nun enden wird. Und ich kann versuchen, Ali von hier aus noch einen Tipp zu geben. Und der ist: Renn, mein Freund. Renn lieber. Denn Lesnar ist bestimmt nicht ganz so gut drauf nach dem vergangenen Match, was er gegen John Cena hatte. Und davon wird sich, denke ich mal, Ali jetzt selbst ein Bild machen dürfen. Und wir hören hier die Suplex City Chants. Und los geht es hier mit dem Match. Oh, Lesnar mit dem Shoulder Tackle. Und Lesnar erneut mit dem Kick. Und Lesnar hier mit dem Suplex gegen Ali. Ali geht wieder zu Boden. Und ja, ich bin ehrlich. Ungefähr so habe ich mir dieses Match vorgestellt. Gerne heute das Suplex. Und welcome to Suplex City, Ali. Aber er hat gesagt, er wird hier Suplex City überleben. Und jetzt setzt sich Ali zur Wehr. Probiert hier Lesnar auf die Knie zu zwingen. Und das schafft er auch, aber der kontert wieder. Und Clothesline von Lesnar. Ali kommt wieder auf die Beine.
Und Leicester schubst den ja einfach weg. Als wäre der nichts. Halli wieder auf den Beinen. Clothesline Leicester. Geht's fürs erste Cover. One und Kickout von Halli. Und der will wohl nicht lernen. Dem Kick gegen Leicester, aber der steht einfach wieder auf. Denn heute Clothesline Halli geht zu Boden. Und Leicester, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon wirklich Schaden in diesem Match genommen hat. Schmeißt jetzt hier Halli übers Top Rope. Leicester geht jetzt hier aus dem Ring raus. Schnappt sich Halli außerhalb vom Ring und auch der Suplex außerhalb vom Ring. Halli kontert wieder. Und Leicester kontert aber auch wieder. Und Leicester wieder mit dem Suplex gegen Halli außerhalb vom Ring. Und Leicester wieder auf dem Weg in den Ring. Halli kommt auch wieder in den Ring. Leicester mit dem Kick ins Leere. Halli weicht aus. Leicester kontert wieder. War das Halli's Chance? Und Suplex von Leicester. Halli rollt sich raus, wieder außerhalb vom Ring. Da sieht man es, der hat das Biest unterschätzt. Und Leicester jetzt hier mit einem Suplex erneut. Und diesmal macht er weiter, diesmal hört er nicht auf. Zweiter Suplex. Leicester hier, dritter Suplex in Folge. Hebt Halli hoch. Und Leicester jetzt hier. F5 vom Beast. Cover. Halli, komm schon. Kick raus. Dort, der kommt raus. Ich wünsche mir ja den Sieg für ihn. Aber an seiner Stelle. Hätte ich vielleicht doch nicht ausgekickt. Hätte vielleicht einfach die Niederlage über mich ergehen lassen und es nicht weiter probiert. Clothesline! Der Beast ist am Boden! Was macht er jetzt? Leicester kontert wieder. Und Clothesline Halli geht zu Boden. Cover von Leicester. One, two und Kickout Halli. Und der kommt wieder auf die Beine. Face-off gegen Leicester. Aber Leicester ist dann schneller. Und Halli kommt jetzt hier angerannt. Clothesline. Und Leicester kommt angerannt. Kick von Halli gegen Leicester. Und Leicester kontert hier Halli. Und Leicester mit dem Suplex. Halli kommt wieder auf die Beine. Clothesline von Leicester. Und der kann nur über Halli lachen. Halli weicht zwar nach aus und rennt hier wieder in Leicester rein. Und der zeigt jetzt hier Ende für Halli. Und Leicester hebt ihn hoch. Powerbomb. Hebt ihn wieder hoch. Und heute die Powerbomb. Alle guten Dinge sind drei. Powerbomb vom Beast. Cover. One, two. Und Halli, der lernt es nicht. Der hatte eben einen kurzen Moment und jetzt denkt er wirklich, er könnte hier das Beast bezwingen. Aber Leicester macht sich einfach nur über den lustig. Schlägt den immer wieder zu Boden. Halli bittet sogar schon drum, es nicht zu tun.
Lesnar jetzt hier mit den Schlägen noch gegen Ali. Der kommt hier angerannt, probiert hier irgendwas. Kontert! Lesnar kontert wieder. Jetzt reicht's ihm. Hebt ihn hier hoch. F5. Cover. One. Two. Und Kickout von Ali. Was macht er denn? Ali kontert. Dali jetzt vom zweiten Ring sein. DDT! Das ist der erste richtige gute Move gegen Lesnar hier in dem Match. Weapon Lesnar fliegt aus dem Ring. Dropkick jetzt aber gekontert und Lesnar Shoulder Tackle. Ali kommt wieder auf die Beine. Neckbreaker. Versucht Ali das Ganze jetzt hier per Countout zu beenden. Nein, holt der Beast wieder in den Ring. Lesnar kommt wieder auf die Beine. Oh, Ali schmeißt ihn direkt wieder raus. Ausdauer ziehen, auch eine Möglichkeit. Oh, jetzt kontert Lesnar wieder. Das reicht ihm jetzt. Lesnar jetzt mit den Schlägen gegen Ali. Hebt ihn jetzt hoch. Und Ali geht direkt wieder zu Boden. Und Lesnar. Das kann doch nicht wahr sein. Schlägt den jetzt hier komplett zusammen. Das ist doch auch nicht mehr schön, was wir jetzt hier sehen. Dropkick. Aber Lesnar bleibt immer noch standhaft. Clothesline. Und weiter geht's mit den Schlägen. Gegen Ali. Und Lesnar macht weiter. Mittlerweile sieht er auch nicht mehr wirklich lebendig aus, der gute Ali hier. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieses Match spielt Lesnar einfach nur mit Ali. Lesnar geht fürs erste Cover nach den ganzen Schlägen. Und Ali geht wieder mit dem Kickout. Und langsam weiß Lesnar da zwar auch nicht mehr weiter. Ali probiert jetzt hier zu kontern. Dropkick. Aber der Beast bleibt standhaft. Erster Suplex wieder. Und weiter geht's hier. Und Lesnar wieder mit dem Suplex. Geht fürs Cover und das dürfte jetzt endlich mal gewesen sein für Ali. One, two. Und wieder das Kickout. Das kann doch nicht wahr sein. Lesnar fängt jetzt mal den Kick ab. Clothesline. Und jetzt reicht's auch. Ne Brock Lesnar. Schmeißt Ali hier aus dem Ring. Und der macht den im Ring weiter. Ali in allen Ehren. Kickt zwar immer wieder aus. Aber hat es einmal geschafft. Brock Lesnar wirklich Schaden zuzufügen in diesem Match. Nicht wirklich. Und wir wissen, es braucht viel, um überhaupt mal Brock Lesnar zu besiegen. Was passiert denn jetzt hier? Ali kontert wieder.
Lesnar schnappt ihn sich hier und schmeißt ihn hier auf die Ringrampe. Und Lesnar jetzt hier mit Ali nicht auf der Rampe zum Ring. Und Ali geht zum Boden. F5 neben dem Ring. Lesnar am Ring. Und Lesnar gewinnt per Countout. Per Countout. Ali neben dem Ring muss den F5 schlucken. Und Ali hat das ganze Match nur kassiert. Lesnar hat einfach nur mit ihm gespielt. Der hat es zweimal geschafft, wieder rauszukommen. Wie auch immer. Aber den Hauch einer Chance hatte Ali dieses Match nicht. Nicht anders zu erwarten war dieses Match. Trotzdem natürlich Glückwunsch Paul Heyman und The Beast. Und kommen wir nun zum Hauptmatch des heutigen Abends. The following contest is scheduled for one fall. And is for the WWE Championship. Für den wichtigsten Titel um SmackDown. Darum kämpfen diese beiden heute Abend. Und es ist das Rückmatch von diesem Mann. AJ Styles, er verlor beim SummerSlam, wenn man so will, alles. Seine gute Verbindung zu FW, den Mann, den er unbedingt rausekeln wollte. Er hat es geschafft, dass er gefeuert wurde. Doch er wurde nun dank dem SummerSlam, dank der SummerSlam-Niederlage wieder eingestellt. Und er verlor natürlich auch seinen WWE Championship. Mittlerweile ist der fünffacher WWE-Champion. Und hier kommt der zweifache WWE-Champion. Er hat für sich gekämpft, er hat für das WWE-Universum gekämpft, er hat für Gerechtigkeit hier bei SmackDown gekämpft und er hat dafür gekämpft, dass Christian wieder als General Manager eingesetzt wird. Und nun hat er all das. Nun ist die Frage, verliert er sein WWE-Championship heute Abend wieder oder festigt er hier seine neue Position bei SmackDown? Es ist sein erster Einzug als WWE Champion hier bei SmackDown. Introducing the challenger from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds. And introducing the champion
From Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, he is the WWE Champion, Kevin Owens. Kevin Owens, wir sehen es hier, erhält den Titel entgegen der Fans, zeigt ihnen den Titel, zeigt, das ist unser Titel, wir haben es geschafft. Der Ringrichter hält den Titel hoch, das heißt, es geht gleich um den WWE Championship. Die Ringglocke muss nur noch läuten. Und jetzt geht's los hier im Main Event. Owens gegen Styles. Und Owens legt direkt gut los. Aber Styles kontert hier mit dem Kick. Owens kontert wieder. Harte Rechte, Styles geht zu Boden. Und schnappt sich jetzt hier den Kopf von Styles. Man darf es nicht vergessen, die Rivalität der beiden war sehr stark. Und Styles jetzt hier Suplex. Und Owens außerhalb vom Ring. Styles kommt direkt angerannt. Und erneut. Owens fliegt auf den Nacken. Und DDT von Styles hier gegen Owens. Owens kontert. Und jetzt hier Owens fliegt jetzt mit dem Kopf gegen den Ringpfosten. Owens wirft Styles hier neben den Ring. Der Ring liegt dabei 8. Bei 9, Styles wieder im Ring. Roll-in von Owens, Mastershot für Styles. Der kam hier so überraschend rein. Kick-out Styles. Und Owens jetzt hier. DDT gegen Styles. Chop gegen Styles. Katapultiert den jetzt hier gegen das Ringseil immer und immer wieder. Verhüllt Styles, doch der kommt auf die Beine, schnappt sich Owens. Owens kontert wieder. Owens close line. Und erneut ein close line von Owens. Styles wieder am Boden. Styles hier mit dem Whip-In, Owens in der Ecke. Und Styles mit den Schlägen. 3, 4, 5. Und Owens kontert. Styles geht zu Boden. Und Owens hier wieder mit dem DDT gegen Styles. Styles kontert hier gegen Owens. Kombination von Styles. Schluss dann hinterher. Jetzt kommt angerannt. Und das Knie connected. Owens kontert mit dem Headbutt. Styles kontert wieder. Und Styles, der ist gut in Form. Der will auf jeden Fall sein WWE Championship wieder haben. Und Styles. Styles schnappt sich jetzt hier Owens. Das kann nicht wahr sein. Styles Clash. Kriegt Styles seinen Titel wieder. 1, 2. Und Kick-out Owens. Ganz, ganz knapp war Styles davor, seinen Titel wieder zu haben.
Jetzt sieht es natürlich gut aus für Styles hier. Der darf jetzt nur nicht locker lassen. Kick gegen den Rücken. Owens kontert hier. Styles geht zum Boden. Owens geht direkt ins Cover. One, two und Kickout Styles. Owens will natürlich verhindern, dass Styles hier seinen Titel wieder zurückkriegt. Und jetzt hier mit dem Kick gegen Styles Gesicht. Schnappt den sich. Und Owens jetzt hier. Pop in the Legbreaker. Cover hinterher. Was ist hier schon für Styles nach dem Pop in the Legbreaker? Kickout Styles. Und Owens, der wartet jetzt hier auf Styles. Kommt angerannt. Rollt den ein. Styles geht zum Boden. Styles rollt jetzt hier raus mit den Schlingen. Schnappt ihn sich jetzt. Kontert Neckbreaker. Neckbreaker von Styles. Owens kontert wieder. Styles fängt hier den Kick ab. Und Styles ist jetzt hier auf dem Apron. Kommt hier angesprungen. Phenomenal Form, aber ins Leere. Phenomenal Form ins Leere. Styles kontert wieder. Jetzt geht's für Owens hier aufs Top Rope. Und Styles jetzt hier mit dem Superplex vom obersten Ringseil. Kick gegen Owens. Der zeigt aber wenig Wirkung. Und schnappt ihn sich. Pop-Handle Neckbreaker. Cover von Owens. One, two, und Kickout Styles. Owens schnappt sich jetzt hier wieder Styles. Und Stunner! Stunner von Owens! Cover! Behält Owens sein Titel. 1, 2, 3! Owens mit dem Sieg über Styles! Was ein grandioses Match hier im Main Event von SmackDown. Hin und her, kurz das aus, als würde Styles seinen Titel haben. Nach dem Styles-Splash, dann kam der Phenomenal Form, Owens konterte und bekam den Stunner durch. Und ab dann war Schicht im Schacht für Styles. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt hier generell weiter bei SmackDown? Was will Owens jetzt ändern? Und was macht Styles jetzt? Glückwunsch Kevin Owens und wir sehen uns nächste Woche wieder bei SmackDown.